Moin Leute und willkommen zurück zu Resident Evil 1 Remake. Wir werden jetzt weiter in unserem Geheimgang oder in unseren Geheimgängen rumirren und schauen, was es da noch zu entdecken gibt. Wir sind ja in der letzten Folge sehr, sehr, sehr weit gekommen. Wir haben die Schlange umgebracht. Wir haben dieses ganze Rätsel mit dem Wasserfall und dem Wasser und der Winde und so weiter gelöst. Und da unten sind wir jetzt in dem Geheimgang. Und damit geht es jetzt natürlich auch weiter. Also bleibt dran. So, wir haben gespeichert. Dann geht's jetzt weiter, wenn wir das Ding hier weggelegt haben. Es wäre natürlich... Ja, bei dem Kraut, da habe ich schon gesagt, das nehmen wir mit. Ist die Frage, ob wir hiervon noch irgendwas brauchen. Soll ich Gewehr mitnehmen? Hey, komm. Ich gehe das Risiko jetzt ein, ich nehme nur die Pistole mit und mix mir einmal hier Kraut. Mal kombinieren. Ich glaube, mit blauem Kraut habe ich auch noch so nichts Gemixtes, ne? Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher. So, dann müssen wir, glaube ich, hier weiter. So. Mal schauen, mal schauen. Was ist dies? Ein Flammenwerfer? Gib ihn mir. Scheiß auf Pistole. Wir nehmen den Flammenwerfer. Was zur Hölle, ey. Wir haben einfach einen Flammenwerfer. Ein großer Felsbrocken versperrt den Weg. Aha. Oh Gott, mein Gott, habe ich mich verirrt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Oh, was zur Hölle? Ja, der hat locker, ja, der hat den Weg frei gemacht. Okay, mal gucken, ob da noch irgendwas ist. Oh yeah. Ach, Munition. Munition. Die brauchen wir natürlich jetzt erstmal nicht, ne? So eine Scheiße. Oh ne, warte. Ne, will ich nicht ablegen, bist du verrückt. Ah, ich muss die ablegen. Ach so. Okay. Also habe ich den Flammenwerfer vielleicht nicht immer? Kann das sein? Ah, das wäre ja schade. Wo war die olle Munition? Da. Naja, mal gucken. Vielleicht müssen wir hier auch tendenziell erstmal nicht zurück. Kann ja auch sein. Aber wir nehmen den natürlich erstmal wieder mit. Bisschen wegbrennen hier. Welches Zeug wegbrennen. Haben wir hier noch was? Oh, ist schon grün der Raum. Okay, dann war das noch... Junge, 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 chill. Oh, wo kommt der denn her? Hoffentlich müssen wir nicht zurück. Oh, hier sind Spinnweben. Oh nein. Oh nee, ey. Die ist einfach noch größer. Komm, wir brennen die weg, oder? Kriegt die überhaupt Schaden? Oh, wait, wait, wait. Ich bin vergiftet. Ah, guck. Arachnophobie. Besiegt die Black... Besiegen sie Black Tiger. Die ist schon tot? Komm, wir snacken das hier erst. Boah, okay. Flammenwerfer ist auch fast leer, ne? Ja, okay. Das war easy. Oh, nee. Da sind noch mehr. Scheiße. Ein Kampfmesser. Ach, das ist... Hä, okay. Ein großes Spinngewebe blockiert die Tür. Was ist dafür das Messer? Kann das sein? Gott.
Lock die Spinne mal weg. Shit. Komm, wir machen die weg. Oder? Oder auch nicht? Aber ist auch gleich leer. Der Flammenwerfer. Wäre natürlich smart, wenn wir neue Munition dafür kriegen. Wir rüsten aber nochmal aus, ne? Wir rüsten nochmal aus. Okay. Oh, sehr, sehr nettes Spiel. Ein Raum weiter, Innenhof, Karte. Okay, das sieht jetzt ein bisschen danach aus, als wenn wir nochmal zurück müssen. Ah, okay. So, wir haben hier auf jeden Fall ein Kraut und ein blaues Kraut. Nehme ich das noch mit? Ach komm. Ich lasse das erstmal liegen. Ah, lass mich raten. Ah, ja, okay. Dann nehme ich doch ein. Das Spiel ist schon nett, ne? So, was die blauen Kräuter betrifft, muss ich zugeben. Also, das ist schon sehr, sehr zuvorkommend, dass du immer blaue Kräuter in der Nähe hast, wenn du sie auch brauchst. Und deswegen lag es einfach auf der Hand, dass hier Vergiftungskram kommt, weil am Anfang ja schon blaue Kräuter lagen, ne? Ist halt scheiße. So, wir gehen da rein. Oh, ich habe keine Waffe ausgerüstet. Oh Gott. Okay. Rechts rum ist eine Sackgasse, theoretisch. Wupp. Da ist ein Stein. Ein sechskantiges Loch. Ah, look at this. Oh, warte mal. Scheiße, ich hoffe, der rollt nicht auch jetzt auf mich zu. Scheinbar nicht. Aber hier kann ich ja nicht lang. Da würde ich ja runterfallen. Muss ich jetzt nochmal drehen? Like this. Wir gehen nochmal zum Felsen. Ich habe ein bisschen Angst, aber ist ziemlich gleich so wegsnackt. Okay, dann drehen wir nochmal. Oh, eine andere Perspektive jetzt. Ah, jetzt wird die Tür da gezeigt, ne? Alter, ich... Pff, Alter, hab ich mich erschrocken, ey. Oh, boy. Okay. Let's do it. Liegt doch locker noch was. Geil. Ah, wieder Gewehrmunition. Nee, Erste-Hilfe-Kasten. Bin mir noch nicht geschnallt, was ich damit machen soll. Okay, letzter Raum hier. Theoretisch. Let's go. Schieben. Jo.
könnte schieben. Die Wand hier sieht auch sehr verdächtig aus, dieses eine Stück. Oha. Was ist passiert? Es passiert nichts. Die Statue der Göttin lächelt ihnen still zu. Das ist eine Statue. Ah, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hm, ich weiß, habe ich verstanden. Da, ja, ja. Ich muss die Statue da hinstellen, damit ich das mit der Wand nach vorne ziehe, damit ich die weiter bewege. Ja, 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 ja. Man, man, man. Like this. Und, ja, und auf der Mittelplattform drehe ich die. Ja, cool. Das ist ein cooles Rätsel. Jetzt wird die nämlich in die Mitte geschoben. Da kann ich nämlich... Ja, 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 hier, smart, ey. Rätselmeister Deluxe ist am Start. Haha. So. Und jetzt kann ich die nämlich hier auf die Plattform schieben. Hoho. Okay, machen wir es so. Und dann wird die ja theoretisch gedreht. Ne, warte. Nochmal runter. Und. Nochmal wieder rauf. So, und dann können wir die einfach weiterschieben. So, like this. So, nämlich. Und dann gibt es einen. Kann ich das? Vor allen Dingen muss ich ja gleich den Flammenwerfer auch noch mitnehmen, ne? Kann ich das nicht wegschmeißen oder so? Größer, kleiner, untersuchen. Ich kann höchstens das hier benutzen. Und das ist dann was? Ein Zylinder. Oh, warte mal, ist das hier so auch die römischen? Ja. Ah, das muss ich bestimmt mit dem anderen Ding kombinieren. Ja, 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 I see, I see. Problem ist nur, wie komme ich jetzt zurück? Weil ich ja keinen Platz mehr im Inventar habe. Wie kriege ich denn dann... Ich muss ja den... Muss ja den Feuerlöscher mitnehmen. Feuerlöscher, sag ich schon. Den... Flammendingsumstülü. Ja, ihr wisst schon, mein Gott. Wie heißt das Ding? Das brauchen sie jetzt nicht. Wie soll ich denn das machen? Wenn ich kein Item ablegen kann. Bin ich gefühlt im Softlock. Hä, ist doch scheiße. Wie soll ich das machen? So, hier ist der Hunter gewesen, glaube ich. Aber es ist echt ein bisschen kacke, ne? Da ist er ja schon. Was sagt unsere... Ah. Da wird jetzt nicht mitgezählt, wie viele Schüsse das waren, aber...
Kann ich jetzt... Was mache ich damit? Das ist doch nicht wahr, oder? Wie dumm ist denn das bitte? Aber mal ernsthaft, ich habe das doch beim ersten Mal auch schon geprüft. Man muss das oben drauf prüfen, damit man weiß, dass es ein Erste-Hilfe-Koffer ist. Das ist doch bescheuert. Oh, da ist die Tür. Naja, wenigstens kann ich jetzt ein paar Meter zurücklaufen, den Flammenwerfer holen und kann dann wieder zurücklaufen. Das ist sehr gut. So, nämlich. Hoffentlich gibt es hier keinen zweiten Hunter. Nee, war tatsächlich nur einer. So, Flammenwerfer wieder weg. Der hat gute Dienste geleistet, würde ich sagen. Die Megaspinne war extrem schnell weg. So, und dann sind wir wieder im Safe Room quasi. Ich glaube, ich nehme auch wieder das Gewehr mit. Das ist mir zu risky einfach. Das Gewehr ist schon gut. Messer, den lassen wir auch weg. So, die Röhre hier, die brauchen wir. Und dann können wir die nämlich kombinieren mit das. Aha, guck. Oh, warte mal. Boah, muss ich das jetzt so oft drehen, dass das... Was dämlich. Ich habe da nicht mal Einfluss drauf, in wie weit ich das drehen kann. So, jetzt passt es. So, müssten wir... Brauchen wir die Sechskant? Ich glaube, die lasse ich auch weg. Aber wir speichern nochmal rein, weil wir den Boss weggenietet haben. ...25 Speicher schon. Junge. So, so, so. Super nervig. Gut, brauchen wir was? Nehmen wir eine Heilung mit? Bin mir unsicher, um ehrlich zu sein. Da war noch ein Hunter, ne? Ich nehme einfach ein grünes mit. Einfach so. Das kann ich sonst auch noch wegsnacken. So, und dann müssen wir wieder hier durch. Da die Tür. Weil in dem Raum war auf jeden Fall noch ein Hunter, den wir nicht gekillt hatten. Doch, den haben wir gekillt. Doch, 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 doch. Der ist schon weg. Wir haben den in dem Raum unten rechts nicht getötet. Den haben wir stehen lassen. Ich erinnere mich. Aber wer weiß, vielleicht ist auch ein neuer gespawnt. I don't know. Wo war das da, ne? Joho. Mal gucken, ob wir es direkt verwenden können. Easy. Eine Reihe blinkender Knöpfe. Einen davon drücken. Welchen? Keine Ahnung. Nein, 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 nein. Ist die wieder... Ach so, 4, 2, 3, 1. Ach scheiße, und jetzt muss ich die... Ey, wie bescheuert ist das? Jetzt muss ich die wieder zurechtdrehen. Ach, wie bescheuert ist das? Habe ich nicht kapiert, okay. So.
4, was? 4, 2, 3, 1, oder? Warum ist denn das jetzt wieder so falsch? Was ist das denn für ein Blödsinn? 4, 2, 3, 1. Ey, das ist doch blöd, ey. Wobei ich nicht mal weiß, ob das Not tut. Oder ob man dafür nur den... Ob man das nur macht, um den Code zu bekommen, quasi. 4, 2, 3, 1. Hier, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Anscheinend ist die Stromversorgung wiederhergestellt. Easy. Steht erstmal ein Hunter drauf. Zum Glück nicht. Nice. Aber es geht noch tiefer. Es geht noch tiefer. Das schreit ein bisschen nach Labor. Ich hätte Bock drauf. Resident Evil ohne Labor ist kein Resident Evil. Deswegen sind die neueren auch nicht so pralle. Innenhof 2. Tis Untergeschoss. Ein Haufen Säcke. Oh, eine Kiste. Geil. Aber nur eine Kiste. Keine Maschine. Schreibmaschine, glaube ich. Warum ist hier eine Kiste? Was meint ihr? Warum ist hier eine Kiste? Ich glaube, da ist eine Kiste, weil es gleich auf die Fresse gibt. Deswegen tausche ich das jetzt mal gegen Erste Hilfe. Soll ich mal die Magnum mitnehmen? Mit 6 Schuss einfach? Wir haben ja... Wie viel Magnum-Munition? Wir haben 18... Wir haben 18 Schuss. 18 Schuss bedeutet ziemlich viel auf die Fresse, würde ich sagen. Ziemlich viel auf die Fresse. Ja, nehmen wir die mit. Einfach mal, just for fun. Aber es kann... Das Spiel kann noch nicht vorbei sein. Ich nehme die nicht mit. Ich... Risiko. Aber bestimmt brauchen wir irgendwas aus einer Kiste. Sonst wäre hier keine. Vielleicht brauchen wir auch die Medaillons. Da. Ja, also was an. Wir lassen es jetzt erstmal so. Ich kann hier runter, sehe ich gerade. Und ich kann durch die Tür. Okay, ich kann sogar runter. Da blinkt was. Ein Müllschlucker. Da ist ein Schalter. Das ist einfach eine Müllpresse. Wäre voll geil, wenn ich den Gegner reinlocken könnte. Die werden einfach zerquetscht. Da geht's theoretisch lang, aber ich komme da nicht lang. Da. Okay. Irgendwas muss es hier noch geben. Alte Materialien. Sie tragen die Abfallstoffe. Na gut. Weil der Raum ist halt auch noch rot, ne? Da. Da kann ich nicht lang. Okay. Dann gehen wir durch die Tür, würde ich sagen. Okay. Vielleicht muss ich noch woanders irgendwas machen. Oh, Musik. Okay, was ist das hier? Ich habe Monster gehört. Was ist das? Das ist das Viech aus dem Haus, oder? Oh, guck mal hier, Heilung. Da ist eh eine rote Tür. Wir nehmen die Heilung mal mit, ne?
Fossil vergammelt. Komme ich hier jetzt weiter eigentlich? Ja, ich könnte hier runter. Ah, okay. Kriegt man den Typen tot? Oder dieses Wesen da? Das würde mich auch interessieren. Eine Box. Ich schätze mal, dass wir die darauf schieben müssen. Nur so eine Idee. Mit dem Fahrstuhl da. Wo schiebt man die vielleicht nach unten in die Müllschluckeranlage? Und dann wird der einfach kaputt gepresst. Gerät zum Transport von Materialien. Starten wir. Na, geht nicht runter. Ach, geht rüber. Okay. Keine Ahnung, wo die jetzt landet. Okay, wir müssen abwarten. Wir können uns nicht bewegen. Von da ist sie jetzt... Keine Ahnung, wohin. Aber hier gibt es noch was. Chemikalien. Hier gibt es noch Items. Aber wo? Der Raum ist halt auch noch rot. Gib mir Munition. Oder sowas. Okay. Okay. Verstehe ich nicht. Nur zurück zum Viechi. Da hinten war noch eine Tür, ne? Die war aber rot. Da können wir mal gucken, was das... Oh, shit, da ist er. Oder S. Okay, ausgetrickst. Wir testen die Tür kurz. Tür ist verschlossen. Einfach verschlossen. Okay, dann gehen wir mal zurück zum Müllschlucker. Weil wir... da vielleicht... die Kiste kaputt machen können. Eine andere Idee habe ich gerade nicht. Das da sieht nicht so gut aus, um ehrlich zu sein. Das ist kaputt. Ja, geil. Ich komme auf jeden Fall nicht mehr zurück. Vielleicht sollte ich doch die Magnum mitnehmen und dem mal eine... guck, hier. Da ist es tatsächlich. Und dem mal eine Magnum verpassen oder so. Das schieben wir jetzt in den Müllschlucker. Da war meine Idee tatsächlich gar nicht mal so scheiße. Müllschlucker, Müll. Naja, das Ding halt. Und dann geht das kaputt. Das ist cool. Wir könnten natürlich auch einfach die ganze Zeit Blei drauf schießen. Bis wir ein Loch reingeschossen haben. Um... den Inhalt herauszubekommen. Klatsch. Wäre voll witzig, wenn da jetzt ein Monster drin wäre. Ah. Das ist einfach ein Flammenwerfer. Ein Defekter. Aha. Ha. So könnten wir natürlich den anderen Flammenwerfer bekommen. Wenn wir dahin nochmal zurückgehen. Dann könnten wir den mitnehmen, ne? Ja, ich dachte, man kriegt den nicht. Blöd. Aber was machen wir denn jetzt hier?
Ich kann höchstens noch diesen Typen ein bisschen Blei verballern. Ich finde das irgendwie unsinnig. Der ist halt auch langsam, ne? Der tut uns an sich auch nichts. Vor allen Dingen rennt er in so einem Kreisding rum, was bedeutet, dass er uns gar nicht so sehr verletzen kann, quasi. Ach hier, ach Mann, dumm. Ich verstehe nicht, wo ich stehe. Ich glaube nämlich, dass ich da einfach... Autsch. Der Haken hat sich im Loch eingefangen. Was bedeutet das? Boah, der haut echt rein, der Typ. Junge, Junge, Junge. Ich lock den da jetzt erstmal weg, damit ich da mal kurz Ruhe habe. Oh, da ist ein Hebel. So erst. Look at this. Oh mein Gott. Wie dumm einfach. Ah, ja, okay. Wenn sie etwas Besonderes daran hängen. Sehr geil. Okay, okay, okay. So Leute, das war's mit dieser Folge Resident Evil 1 Remake. Und wir haben schon wieder einen Boss erledigt. Eine unfassbar ekelhaft große Riesen-Megaspinne. Ich weiß nicht, was los ist. Die haben es ein bisschen mit Tieren in diesem Spiel. Neben Zombies. Nun gut, wir haben sie weggebrannt mit unserem kleinen Flammenwerfer. Und ich glaube... Wir kommen sehr, sehr gut voran und ich glaube auch, dass wir uns immer näher dem Ende des Spiels ein bisschen nähern. Jedenfalls fühlt sich das langsam so ein bisschen an, weil ich weiß auch nicht. Ich würde mich aber noch auf ein Labor freuen. Mal schauen, was noch kommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle erstmal wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Bis dahin. Ciao.